Geosatis S.A. Die Idee für Geosatis kam José Demetrio 2006 während eines Gesprächs mit Mitarbeitenden eines Schweizer Gefängnisses. Darauf identifizierte er konkrete Geschäftsmöglichkeiten und entschloss sich, ein Start-up zu gründen. Nach einigen Monaten im EPFL Science Park zog er mit seinem Team in den Kanton Jura, um vom Fachwissen der Region im Bereich Mikromechanik zu profitieren. Der Erfolg war ihnen sicher. Geosatis ist der einzige europäische Hersteller von elektronischen Überwachungssystemen. Die Firma nutzt das Qualitätssiegel Swissmade, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Die innovative GPS-Technologie erkennt Angriffe oder Versuche, den Betriebsmodus zu verändern. Die Fußfessel für höchste Ansprüche kann nur von der Polizei oder den zuständigen Behörden entfernt werden. Geosatis beschäftigt 35 Mitarbeitende und hat bereits mehrere internationale Kunden. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung seiner Aktivitäten. Geosatis S.A.